Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben im letzten Video das Vier-Gewinns, den WPF-Client fertiggestellt, inklusive Composition Route, und wir haben uns nochmal die Patterns, Decorator und Observer etwas genauer angesehen, genauso wie teilweise auch die Factory. Und jetzt habe ich eben für dieses Video nochmal die letzten Probleme, die wir da festgestellt haben, eben beseitigt. Punkt 1 war eben, wenn wir das Ganze hier starten, dass ja die Spielsteine oben reingekommen sind und nicht unten. Das ist für den normalen Menschen nicht so sinnvoll, dass die oben anfangen und dann nach unten gehen. Und deswegen habe ich das hier jetzt eben so geändert, wie man hier sehen kann. Die fangen von unten an und machen dann weiter. Und Punkt 2 war ja, dass hier ständig hat gewonnen stande, ohne irgendeinen bestimmten Namen. Und auch das ist eben standardmäßig nicht sichtbar. Aber wenn jetzt eben irgendjemand gewinnt, und jetzt habe ich es gerade verbaut, so wie das hier aussieht, machen wir es mal so, dann steht hier eben unten Spieler A hat gewonnen, sobald wirklich ein Gewinner feststeht, und die Buttons deaktivieren sich ja über das Command-Pattern, das wir in einem vorherigen Video besprochen haben. Ja, wie habe ich das gemacht? Das Problem mit den Spalten habe ich tatsächlich in der Spielbrett-Factory gelöst. Und zwar werden die Spalten ja genau hier in diesem Stückchen Code erzeugt. Und anstatt eben von vorne nach hinten durch die Reihen durchzulaufen, laufe ich einfach von hinten nach vorne. Also ich fange quasi beim hintersten Index an und laufe bis 0 und gebe dann eben in eine Spalte die entsprechenden Plätze rein. Und das heißt, dass ich sozusagen die Spalten an erster Stelle ist eben dieser Platz, dann dieser, dann dieser, dann dieser, dann dieser, dann dieser, dann dieser. Und genau damit habe ich eben dieses Problem gelöst. Das ändert nichts daran, dass eben eine Spalte einfach durch ihre Plätze durchlaufen kann, in lasse Spielstein fallen und dann jeweils an der entsprechenden Stelle den richtigen Spielstein fallen lässt. Dann haben wir noch Punkt 2. Das war, wie kann ich den Text richtig anzeigen lassen. Das habe ich wie folgt gelöst, dass ich eben hier bei diesem Textblock war auf diesem Binding hier noch ein String Format definiert, dass wenn der Gewinnername feststeht, dann steht hier eben hat gewonnen. Das habe ich wieder rausgenommen und im Prinzip ist jetzt wieder für diese Logik, den String hier richtig zusammenzusetzen. Dafür habe ich, ist das ViewModel jetzt komplett verantwortlich, so wie es eben auch sein sollte, und das Binding wird dadurch entschlackt. Ich habe also auf dem iMainWindowViewModel den, Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht, auf dem iMainWindowViewModel den Gewinnername durch Gewinnertext ersetzt. Es bleibt weiterhin ein String. Und dieser Text wird jetzt eben korrekt in der Implementierung zusammengesetzt. Das können wir uns hier auch nochmal anschauen. Hier, wenn Spielezug aufgerufen wird, dann holt er sich eben den aktuellen Spieler, der dran ist, der spielt seinen Zug. Dann versucht man über das Spielbrett den Gewinnernamen festzustellen. Und diese drei Sachen hier sind jetzt neu. Wenn der Gewinnername nicht 0 ist, dann setze ich den hier zusammen und gebe das als Gewinnertext aus. Und damit hat sich das hier alles geändert. Dadurch, dass ich diese Änderung gemacht habe auf dem Interface, hat es natürlich ein paar Sachen nachgezogen. Ich musste die Sample Data anpassen, dass hier eben was Richtiges zurückgegeben wird. Und genauso hat es diesen Mock beeinflusst, einfach weil hier die Implementierung jetzt Gewinnertext heißt. Und auch die Tests habe ich abgeändert, denn hier stand ja vorher bloß Foo drin, wenn Sie sich erinnern. Und hier muss natürlich Foo hat gewonnen drin stehen, damit wieder alle Tests auf grün gehen. Und damit sind wir am Ende für diese Vier-Gewinns-Implementierung. Sie dürfen gerne den Source Code verwenden und für Ihre eigenen Machenschaften, sage ich mal, ausbauen. Was jetzt noch interessant wäre, ist natürlich, so wie das Spiel aktuell läuft, ist es eigentlich ganz okay. Man sieht, wer an der Reihe ist und so weiter. Der Punkt ist, wenn irgendwann mal jemand hier gewonnen hat, wie jetzt zum Beispiel das jetzt der Fall ist, dann muss man das Programm beenden und wieder von vorne beginnen. Hier wäre zum Beispiel nett, wenn es irgendwie einen Button gibt, der das Ganze resettet. Das wäre gut.
Dann kann man sich noch Gedanken machen, ob man das ein bisschen schöner darstellen möchte, als es jetzt hier der Fall ist. Und ja, man könnte zum Beispiel sagen, am Anfang kommt nicht gleich das Spielbrett und man kann losspielen, sondern man kann zum Beispiel den Spielernamen noch eingeben, wer gegen wen spielt und so weiter. Das sind so kleine Sachen, die man machen kann. Auch was wir jetzt hier gemacht haben, ist bloß die Persistenz, Entschuldigung, bloß den Core und das User Interface beachtet. Man könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, es gibt die Möglichkeit, dass man ein Spiel mitten im Spiel speichert, um es dann zu einem späteren Zeitpunkt, wenn man das Programm neu startet, wieder zu laden und an dieser genau dieser Stelle weiterzuspielen. Das wäre eben auch so ein Punkt, wo dann hier wahrscheinlich letztendlich im Solution Explorer ein neues Projekt entstehen würde, das dann eben 4 Gewinn Persistence heißt oder 4 Gewinn Data Access. Und dann kann man im Core ein paar Interfaces, wie zum Beispiel das Repository für ein Spiel an sich eben reinziehen. Und dann wird dieses Repository dann eben in einem anderen Projekt implementiert, das dann das Ganze zum Beispiel in einer Datenbank speichert oder im Filesystem oder Sie schicken es zu einem Webservice über JSON, je nachdem, was Ihnen da an sinnvollen Sachen einfällt. Und ich hoffe, Sie haben auch gemerkt, dass ich hier versucht habe, stark nach den Solid Principles zu schreiben und auch jeweils den Code, den wir haben, zumindest ein bisschen zu testen. Wir haben jetzt zwar nur 29 Tests, also normalerweise würde ich deutlich mehr schreiben, die auch deutlich spezifischer sind, aber eigentlich wollte ich Ihnen bloß mitteilen, dass es sehr viel sinnvoller ist, seinen Code auf diese Art und Weise zu testen, als jeweils einen Client auszuführen, den es vielleicht A noch gar nicht gibt oder bei dem es B deutlich länger dauert, die entsprechende Funktionalität, die man gerade in irgendeiner bestimmten Klasse implementiert hat, nachzuvollziehen. Gerade vor allen Dingen auch, was Sonderfälle angeht, die man vielleicht nicht einfach so herstellen kann, außer einen bestimmten Zeitpunkt zu erwischen und so weiter. All das kann man eben mit automatisierten Tests sehr einfach herstellen und ich würde Ihnen wirklich empfehlen, dass Sie sich nicht nur angewöhnen, automatische Tests zu schreiben, sondern vielleicht auch mal einen Blick auf Test-Driven Development zu nehmen, um dann sozusagen Ihre Programmierskills noch weiter zu mastern. Ja, und weiterhin kommt eben noch der Faktor Design Patterns dazu. Wir haben hier jetzt einige gesehen, vom Decorator über die Factory, über das Command Pattern. Dann haben wir das Observer Pattern mit iNotify Property Changed und iNotify Collection Changed. All das sind eben Punkte, die einen guten Programmierer meines Erachtens ausmachen. Wenn man wichtige Design Patterns parat hat, dann kann man auch mit diesen Arbeiten mit anderen Programmierern effizienter kommunizieren. Man kann, wenn man eine neue Aufgabe bekommt, schon mal ganz grob anhand von gängigen Design-Patterns und Architekturrichtlinien aufbauen. Okay, wie muss das Design ungefähr ausschauen? Hier werde ich vielleicht MVVM machen. Hier werde ich ein Repository einsetzen, um zu speichern. Diese ganze Funktionalität übers UI löse ich über Commands aus, die man notfalls auch speichern kann, sodass sie dann eben verzögert ausgelöst werden könnten beispielsweise. All solche Sachen, diese Design-Patterns helfen ungemein, ein Verständnis dafür zu bekommen, wie das innere Design einer Applikation aussehen kann. Also könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass diese ganzen, wenn wir hier Visual Studio einfach mal direkt anschauen, dass diese ganzen Menu-Items hier letztendlich, wenn ich hier auf so ein Menu-Item klicke, dass dann ein Command ausgelöst wird, das dann durch verschiedene Ebenen in Visual Studio durchgeht und hier zum Beispiel Connect to a Database diesen Dialog aufruft. So, und ich würde Ihnen wirklich raten, sich 30 bis 40 gängige Design Patterns, ich habe einige vorgestellt, Sie können auch
auf Pluralsight.com beispielsweise ihr Wissen erweitern. Die haben dort eine Design Patterns Library als Videokurs über 15 Stunden lang, wo sie die 30 wichtigsten Design Patterns vorstellen. Oder sie schauen sich die anderen, die ich hier auf meinem Channel noch bereitgestellt habe, wie Memento oder andere fortgeschrittene Patterns. Die können Sie sich auch da nochmal anschauen. Und dann bin ich auch schon am Ende für dieses Video. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald!